Jedes Blockchain-Netzwerk erhebt Transaktionsgebühren. Die Blockchain Smart ermöglicht es jedoch, Smart Coins zu sparen und die Blockchain für den Transaktionsservice nicht zu bezahlen. Dazu muss Smart gestaked, das heißt eingefroren werden. Staking ist auf der Blockchain Smart ein Prozess, bei dem die Nutzer ihre Smart Coins einfrieren, um das Netzwerk am Laufen zu halten und wichtige Netzwerkressourcen dafür zu erhalten: Bandbreite, Bandwidth und Energie. Sie sind erforderlich, um Transaktionen mit Smart Contracts und alle anderen Transaktionen innerhalb des Netzwerks auszuführen. Um zu sparen, frieren Sie einfach 50.000 bis 100.000 Smart für Energie und 5.000 bis 10.000 für Bandbreite ein und führen Sie dann die Transaktionen mit den Smart Contracts und andere Transaktionen in der Smart Blockchain kostenlos durch. In dieser Anleitung gehen wir also darauf ein, wie Smart Coins für Energie eingefroren werden können. Vor Beginn des Einfrierens machen wir darauf aufmerksam, dass Sie bis zu 10.000 nicht eingefrorene Smart Coins auf Ihrem Konto haben sollten, wenn Sie sich intensiv mit Splitting beschäftigen wollen. Öffnen Sie die Smart Wallet, gehen Sie dann zum Smart Coin Menü und klicken Sie auf das Widget des Einfriervorgangs. Auf dem sich öffnenden Bildschirm klicken Sie auf Freeze. Geben Sie dann die Menge der Smart Coins ein, die einzufrieren sind, und wählen Sie aus, welche Ressource, das heißt Energie oder Bandbreite, Bandwidth, Sie erhöhen wollen. Die Bandbreite in der Smart Blockchain ist eine Ressource, die für absolut alle Transaktionen im Netzwerk benötigt wird. Beim Bezahlen der Bandbreite-Transaktionen wird keine Gebühr in Smart erhoben. Die Energie ist in der Smart Blockchain die Ressource, die zur Durchführung aller Aktionen mit den Smart Contracts verwendet wird. Das heißt Splitting, Transaktionen mit den Splits, dem Ultima-Token und so weiter. Die Energie ist wie Treibstoff für die Smart Contracts, damit sie funktionieren. Wählen wir diesmal die Energie aus, um Splitting-Transaktionen kostenlos zu machen, und klicken wir auf die Schaltfläche Continue. Bestätigen Sie dann die Transaktion des Einfrierens. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie eine Mitteilung, dass die Coins erfolgreich eingefroren worden sind. Die eingefrorenen Coins werden auf dem Smart-Bildschirm angezeigt. Bitte beachten Sie, dass das Auftauen von Smart für Energie und Bandbreite erst in 14 Tagen möglich sein wird.